Hey und ho und so und willkommen, Schaf, und willkommen zurück im kleinen unbeugsamen Dorf, das nicht aufhört, den Eindringlingen von der NSA Widerstand zu leisten. Wie ihr seht, habe ich mich ein wenig in Schale geschmissen, ne? Nettes kleines Kettenhäubchen aufgesetzt und eine güldene Hose. Das soll für euch ein Hinweis sein. Nee, dass ich ja wieder einiges gemacht habe in der Zwischenzeit, seit der letzten Folge. Die ja teilweise so meditativen Charakter hatte, ne? Nee, habe ich mal ein bisschen reingehauen und das zeige ich euch natürlich jetzt mal alles in Ruhe. Und am Schluss, denke ich mal, werden wir auch noch mal ein bisschen was zusammen machen oder zwischendurch auch mal wieder. Jetzt höre ich aber erstmal auf, mich hier selber anzugucken. Und mache mich mal auf den. Huch, wo bin ich denn? Hallo? Hallo? Ah ja. Mache ich mir auf den Weg mal zurück. Ich bin also hier unweit des Dorfes ein wenig in den westlichen Wald gelaufen. Mache ich gerne mal, weil diese Wälder sind einfach super schön. Also das ist so spannend und nett hier. Ein Wunder, dass mir jetzt da in meiner Vorrede nichts passiert ist. Hier allerdings ist mir vorhin mal ja einer dieser NSA-Spione in die Quere gekommen und hat mir die halbe Wand da weggesprengt. Aber gut, da werde ich dann nochmal ran, hier sowieso an den Bereich. Habe ich mal vor, einen kleinen Weg, hier auch so noch einen Weg ein bisschen anzulegen. Und ja, so dass man schon mal weiß, in welche Richtung man so hauptsächlich rennen kann. Denn tatsächlich geht es ja da hinten, geht es ja nach Kleinkanada. Und hier ist eine wunderschöne Gegend im Westen, wo ich bestimmt auch noch mal öfters hinlaufe, um mich da noch mal genauer umzusehen. So, aber jetzt fangen wir erstmal an, noch gehen wir noch mal ein bisschen gucken im kleinen Dorf. Ja, das Strohdach ist leider noch nicht fertig. Hatte ich eigentlich vor, jetzt schon fertig zu haben, aber ne, da hätte ich jetzt noch wirklich ja zwei Ladungen Felder abwarten müssen und hatte jetzt keine Lust zu. Ich wollte jetzt lieber mal wieder ein bisschen drehen. Und mir hier einen an den Bart quasseln, ne? Und euch vor allem. Nee, aber hier seht ihr zum Beispiel, ja, und das kann ich euch verkünden, die Umzäunung des Dorfes ist fertiggestellt. Ringsherum. Ja, das habe ich euch erspart. Nee, das war auch gar nicht so schwierig, ne? Gerade auch da im oberen Bereich, da wo der Wald ist, da hatte ich ja immer so Bedenken, da habe ich mich da ein bisschen vorgedrückt. Aber das werde ich euch gleich zeigen, habe ich noch ein bisschen anders gelöst als hier unten. Hier habe ich auf jeden Fall die zweite Reihe Palisade nochmal weggehauen, weil es hat mir einfach nicht gefallen. Das war mir zu klobig. Ich habe hier dieses gallische Dorf von Asterix und Obelix im Hinterkopf und die haben tatsächlich nur so eine ganz einfache Holzumzäunung, ne? Und das ist mir einfach zu klobig gewesen. Ich habe es jetzt ein bisschen noch verziert, seht ihr da oben so Zicke-Zacke-Muster drauf. Wir können auch draufklettern da vorne schon. Da habe ich dann tatsächlich hier auch eine kleine Leiter angebracht. Können wir ruhig mal machen. So, ist ein bisschen ruckelig, wenn man hier rüber rennt, ne? Sehr schön auch hier, mal ein kleiner Abstecher über die Wälder. Da kommt man so richtig weit. Über den ganzen Wald kann man so laufen. Ich denke, das ist eine ganz sichere Methode, den Platteichenwald zu durchqueren. Aber gut, ja, es gab eine, ja, auch schon mal ein paar Diskussionen in den Kommentaren, schon vor einiger Zeit, was so die Palisade angeht. Es wurde dann zum Beispiel vorgeschlagen, auch einen Wehrgang zu bauen und Wachtürme. Aber das ist mir zu fett. Es ist ja hier keine Ritterburg. Es soll schon so ein bisschen einfachen Charakter haben und das gallische Dorf hat auch nicht solche Quatsch, solche Wehrgänge zum Beispiel, ne? Das gibt's da nicht. Das ist ja hier nicht das Römerlager. Die Römerlager, die haben auch Wachtürme und so, aber nicht das gallische Dorf. Das habe ich mir jetzt jedenfalls nochmal auf so einem Bild angeguckt, wo das so aufgemalt ist, das Dorf. Und da sieht man deutlich, das sind einfache Holzpalisaden mit ja schon so ein bisschen so ein Tor dran, das wird auch natürlich bewacht wird, aber nicht so richtig protzig, ne? So wie hier. Das ist eigentlich schon viel zu protzig. Das stört mich aber jetzt nicht weiter. Ich denke, hier können wir das auch in der Tat mal so machen, dass ich das vielleicht oben noch ein bisschen ausbaue. Hier noch einen kleinen Turm, wo ich draufsetze. Vielleicht nicht ganz so viel mit Stein, eher mit ein bisschen mehr Holz, damit das so ein wenig
diesen Charakter behält und wieder nicht so protzig aussieht. So, aber jetzt laufen wir nach oben. Das seht ihr auch da oben, habe ich die Palisade rumgezogen. Bisschen einfacheres Muster. Dafür aber habe ich das so gemacht, dass ich die Bäume, die hier standen, alle mit einbezogen habe. Das mache ich ja total gerne, wie viele von euch wissen. Ich bin nicht jemand, der sofort alles erstmal platt macht oder so. Noch nicht mal auf dem Server, wo ich ja World Edit oder so zur Verfügung habe. Da mache ich das eigentlich nur im Notfall, dass ich, oder wenn ich mal richtig so Terraforming betreibe, dann ist es erforderlich, ne? Aber so zum normalen Bauen und Planen beziehe ich eigentlich immer so diese, ja, die Natur mit ein, ne? Und lass erstmal immer alles stehen. Das habe ich jetzt hier bei der Palisade eben auch gemacht. Und die Bäume, die haben mir dann eben geholfen. Da spare ich auch eine Menge Zaun. Kann hier noch ein bisschen verkleiden mit Blattwerk zum Beispiel, damit es dann auch wieder ein bisschen aufgelockert wird. Aber man darf ja nicht vergessen, dass auch hier noch Häuser hin sollen. Irgendwie. Vielleicht eine kleine Hausreihe. Hier auf jeden Fall habe ich auch schon eine Idee. Und hier geht es so weiter mit der Umzäunung. Da seht ihr auch immer, werden die Bäume hier so mit einbezogen. Und dann habe ich hier, wo wir schon oft rausgelaufen sind, in den Wald zum Wildschweinejagen, mit diesem schrecklichen Huhn da letztens. Und da, hier habe ich dann ebenfalls auch noch so ein kleines Tor gebaut. Ja, und eben auch schon mal so einen Weg angedeutet mit, ja, der verliert sich dann jetzt einfach nur noch in Fackelmarkierung, die dann auch jetzt gleich irgendwann aufhören. Hier, glaube ich. So, und jetzt sind wir auf uns alleine gestellt. Huch. Vielleicht mache ich dann jetzt auch mal wieder alles an, damit ich hier mal sehe, wo ich bin. Ja, Römer, du hättest wirklich in Deckung bleiben können, ne? Dann wäre ja nichts passiert. Dann könntest du jetzt dich noch erfreuen an deinem untoten Leben. So, weiter geht's im Text. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal sehr nett. Hier, dass man jetzt schon so ein bisschen besser in das Dorf reinkommt. Jetzt weiß man auch schon von hier kommend, jetzt bin ich irgendwie drin. Ne? So, jetzt geht's hier weiter. Hier dann eben auch zugemacht mit mehr Blättern. Das passt alles sehr schön. Und ich laufe jetzt mal die nächste Etage runter. Ja, das Baumhaus wollte ich oben schon anfangen, aber das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Hier ist jetzt auch nicht viel passiert, außer dass ich jetzt hier noch ein bisschen dabei bin, hier noch alles zu verzieren und hier nochmal ein bisschen Licht angebaut habe und ein Geländer. Auch im Miraculix Garten war ich bisher noch nicht. Das entwickelt sich alles gerade noch. Ach ja, hier das glaube ich, habe ich in der letzten Folge, glaube ich, gemacht, diesen farbigen Steinziegel, nee, nicht Steinziegel, hier Tonziegel, Boden reingezogen, ne, weil der Verleinix ja hier seine Fische so ausnimmt und so. und da seht ihr, das war noch eine andere Textur, als ich das jetzt hier habe. Das war nämlich noch eine Übungs- oder Vorversion von meinem Texture Pack oder Resource Pack. Alles zum Resource Pack immer auf Minenarbeit gucken. Das kann ich hier im Video nicht so gut wie darauf eingehen. Da ich ja, das merkt man jetzt ja zum Beispiel, ist jetzt schon wieder, sieht ganz anders aus als in der letzten Folge. Ne? Und bisschen irreführend, aber die Infos, die immer so brandheiß sind, die könnt ihr immer auf minenarbeit.de/rp sogar nachlesen. Okay, ja, tatsächlich hier. Wunderbar, ne? Die andere Seite dieses unteren Bereichs ist auch fertig und hier hinten habe ich vor, ja, entweder so eine kleine Jauchegrube hinzubauen oder vielleicht ein kleines Hühnergehege oder sowas in diese Ecke hier. Ja, und hier schon auch so das Tor. Hier soll ja auch nochmal ein Weg rausgehen, runter zum Ufer. Zum Nullpunkt steht hier, ne? Da ist wohl irgendwie auch der Nullpunkt, ja, eigentlich der Spawnpunkt, der ursprüngliche. So, und das ist auch ein bisschen klotziger jetzt hier, ne? Also ein bisschen mit anderem Holz auch noch oben drin. Ich denke, vielleicht sollte ich das dann auch auf der anderen Seite an dem Torhaus so machen, dass ich da auch nochmal das normale Holz reinbaue. So, und jetzt wird es gerade auch dunkel und ja, dann sehen wir uns hier das noch an. Das ist jetzt der Anfang der Mine.
der Obelix GmbH und Co. KG endlich mal relativ befestigt. Ich habe jetzt hier erstmal nur die Erde oder das Gras weggeschlagen, damit die nackten Steine hier so rausgucken. Aber ich habe hier noch einige Visionen, wie ich das noch so ein bisschen verändern kann. Und wir gehen auch gleich mal rein, aber jetzt guckt ihr euch kurz noch eben oben die Palisade an. Auch hier der Bereich, der ist noch schöner so mit der Natur zusammen verbunden. Das ist also wirklich dicht hier. Möglicherweise kommt irgendwo vielleicht mal noch eine Spinne hoch oder so, aber eigentlich nicht. Ne? Sicher ist es bei mir ja eh nie. Ich baue ja nie irgendwie hundertprozentig sicher oder so. Also man kommt immer irgendwie rein. Werd hier auch ständig von Hexen und von Sprengwürmern überfallen. Zombies sowieso. Die finden sich, die suchen sich einen ganz guten Weg durch die Öffnung. Da oben ist auch noch so ein dunkler Spot. Da sehe ich hier gerade. Ne? Da müssen wir vielleicht auch mal vielleicht ein bisschen heller machen. Aber gut, wir wollen ja auch ein bisschen die Überraschung erleben. Hier das Ganze soll auch noch etwas verändert werden. Ja, hier noch ein bisschen, dass man hier besser durchkommt zu der Treppe da vorne. Warum nicht? Aber jetzt gehen wir mal rein. Denn innen drin hat sich auch einiges getan. Ich habe nämlich jetzt mal innen das Gebäude, beziehungsweise ja Obelix Wohnhaus, ne? Keine Ahnung, Minenbereich, mal ein bisschen ausgebaut, so ein bisschen grob, einfach Hölzer hingestellt, mit Fackeln drauf und Rohholzstämme reingebaut, die das Ganze so ein wenig abstützen sollen. Das Bett auch hier ein bisschen mit indirektem Licht dahinter, also sehr gemütlich eigentlich schon, sehr rustikal, sehr grob, ne? Aber trotzdem irgendwie praktisch und gemütlich. Also hier auch meine Truhen, mal so übereinander gelagert, nimmt dann weniger Platz weg und man kommt auch gut ran, also gar kein Problem. Und ja, dazu kann ich jetzt sagen, hurra, 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 ne? Ich bin nämlich jetzt wirklich schon sehr gut ausgestattet. So, also nicht jetzt ich persönlich, so wie jetzt verstehen das wieder alle falsch, ne? Der Vorbundler ist gut ausgestattet, ja, bin ich ja auch, ne? Okay, fahren wir zurück. Wir kommen etwas vom Thema ab, merke ich gerade. Das ist ja nun auch nicht gut, ne? Wo war ich stehen geblieben? Ja, hier, ich habe schon die Kisten voll, ne? Ich habe die Kiste voll und, kann man das jetzt vielleicht auch wieder falsch verstehen oder so, ne? Nur wenn man will, ne? Alles schön sortiert, guck mal, also wir haben wirklich keine Not mehr. Hatten wir nie, ne? Weil ich ja in Klein-Kanada schon in der Explosivreihe, ja, in diesem Trailer praktisch, der Trailer-Serie zu dieser Staffel, da habe ich ja fleißig in Klein-Kanada schon gefarmt und geerntet und alles Mögliche gemacht. Ne? So, aber wieso habe ich da Rohholz in meinem... Naja, ist ja auch egal. Jetzt lege ich mal ein wenig Sachen ab. Jetzt kommen wir nämlich dazu, was ich noch vorhab. Und zwar war ich natürlich auch mal unten in der Mine. Ich wollte ursprünglich eigentlich nur die vielen kostbaren Ressourcen holen, die da drin rumliegen. Das wisst ihr noch. Ich war da ja mal richtig im Rausch in einer Folge, nicht so lange her. Aber letztes Jahr noch, ne? Und viele Ressourcen gefunden, die wollte ich mal sichern. Außerdem brauchte ich Koppelsteine. Und es ist ja hier nun wirklich, der Obelix ist ja schließlich Hinkelsteinlieferant, ne? Der ist ja praktisch verwandt mit mir, ne? Der haut ja auch am liebsten irgendwie, wahrscheinlich noch mit rohen Händen, mit bloßen Händen, ja, in die Steine rein. Und baut Steine ab. Nee, aber ich habe hier, ja, jetzt suche ich natürlich die Stelle. Hier war das nicht. Also ich habe hier einen wirklich schwerwiegenden Verdacht. Ich glaube hier. Nee. Noch runter. Noch eine Etage runter. Ah ja, ich glaube noch weiter runter. Ich habe den Verdacht, dass hier... Ja, hier.
Oder? Irgendwo war das, ich weiß es nicht mehr wo. Mal ein bisschen warten. Ich habe den Verdacht, dass sich hier irgendwo ein Dungeon befindet, ein Zombie-Dungeon. Ja, jetzt müssen wir uns ein bisschen hier aufhalten. Kein Problem. Ich hole in der Zeit einfach mal ein bisschen das Gold hier raus. Das, was ich ursprünglich machen wollte, ne? Oh, ist doch eine gute Ader hier. Vortrefflich. Ja, entdeckt hatten wir das ja alles schon. Nur ich bin ja immer so. Ja. Sicherheitsfanatiker würde ich ja jetzt nicht sagen. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich eigentlich nicht so Wert lege auf Sicherheit. Also bei Befestigungsanlagen und sowas. Aber in der Höhle, wenn ich Gold und Diamanten finde, möchte ich natürlich schon wie relativ sicher wieder nach oben kommen, ne? Das Zeug halt irgendwie in Sicherheit bringen. Ich glaube, es war noch weiter unten. Ich weiß es nicht mehr, wo war das? Ach, hier war es. Moment, ja. Oh! Ja, die Diamanten schon mal freigeschlagen. So, und das hört er jetzt. Da war schon der erste Zombie. Und das ist komisch, die scheinen irgendwie. Das wird immer mehr und die kommen aber nicht näher. Also, erreichen mich nicht. Das bedeutet für mich, die sind da irgendwo wahrscheinlich eingeschlossen. Jetzt nicht wieder da reinfallen. Vielleicht tue ich da jetzt doch mal so ein bisschen. Ja, klasse, keine Erde dabei. Da ist ja wieder unprofessionell. So, siehst du ja, hier habe ich nämlich schon mal angefangen, ein wenig in alle möglichen Richtungen zu buddeln. Werde ich jetzt mal weitermachen. Vielleicht habe ich Glück. Ich meine, links. Ja, ich glaube hinter dieser Wand. Auch wenn die etwas dicker ist. Ja, jetzt ist natürlich wieder gefährlich hier. Also hörte mal da ganz deutlich, das wird ja immer mehr. Mal einfach weiter buddeln. Eine Fackel. Kleiner auch, ne? Oh, 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 Kobolde sind auch dabei. Wird lauter, oder? Also ein Zombie-Dungeon fände ich natürlich auch sehr gut, weil die ja viel Zeugs droppen. Das bringt's auch, ne? Ich denke, den werde ich, wenn das jetzt wirklich einer ist. Mal eben was lauschen. Muss hier irgendwo sein. Oder nach oben? Hier wird lauter. Ich fräse mich jetzt hier einfach mal so durch. Ja, komm, das muss hier sein. Jungs, wo steckt ihr? Nach unten? Na komm. Ich meine hier die Richtung. Oh, das ist aber schwer, ne? So vom Sound her zu deuten. Nach oben vielleicht mehr oder mehr nach unten. Also irgendwo muss man dann ja auch mal wirklich die Wand treffen. Ich finde, hier ist wieder etwas leiser geworden. Das gibt's doch nicht. Bin ich vielleicht zu niedrig? Hier ist es total laut.
Spannung steigt. Puh. Das gibt es doch nicht. Die sind ringsherum. Aber ich erreiche sie nicht. Ja, hier ist es am stärksten. Nix. Auch nix. Außer Ressourcen natürlich. Hört euch das an, das kann doch nicht sein. Wo ist der? Früher gab es mal einen Trick, da konnte man immer, da hatten die Mobs alle so Nummern irgendwie, ich weiß auch nicht, das war irgendwie... Für Notch irgendwie interessant, gut zu wissen, irgendwie, wenn der sein Spiel entwickelt hat, wo die, ne, bei Tests und so, und da konnte man immer irgendwie Schalter drücken und dann sah man die Nummern und die schimmerten durch die Wand und dann konnte man erkennen, ah, da sind... Da sind Mobs, ne? Und so eine Ansammlung, das hieß natürlich immer Dungeon. Denn die Dungeons sind auch schon sehr alt, ne? Die sind wirklich... Ich glaube, ich kenne Minecraft gar nicht ohne Dungeons. Oder sind die auch im Halloween-Update, dem berühmten, damals zugefügt worden? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch jetzt nicht, wie ich hier weitermachen soll. Also das ist einfach... jetzt schlage ich schon die ganze Höhle kaputt, ne? Also das habe ich mir jetzt einfacher vorgestellt. Ich würde mal sagen, ich vergesse die einfach. Ach nee, das ist nur das Wasser von unten drunter. Die sind so laut, ich verstehe das überhaupt nicht. Ja, aber hier ist auch schon gar kein Platz mehr. Hier muss ja dann schon mal irgendwo die Mauer von dem Dungeon rausgucken. Mal ab und zu mal so ein bisschen nach oben. Da! Oh, Gott sei Dank, Leute, ich habe ihn. Super, super, super! Jetzt werde ich mir nochmal eben noch eine neue Hacke, eine Steinhacke machen, damit ich hier nicht die kostbare Silberhacke verschwenden muss. Ich sag mal, eine Werkbank kann man immer mal gebrauchen, ne? Die kommt jetzt mal, die kommt jetzt mal, wo kommt sie rein? Hier, hier kommt sie rein, genau. Prima. Und dann schaue ich mir den mal an. Da hinten möchte ich mir noch die Steine holen. So. Oh, das ist ja cool. Wo war es denn jetzt? Hier, ne? Oh, müssen wir noch ein bisschen höher. Ja, gut. Aber es ist ja kein Problem. Vor allem, ja, muss ich mir überlegen. Ich möchte ja wahrscheinlich... Genau. Ich möchte mir ja doch wieder auch so eine kleine Anlage bauen, wo die dann reinfallen, wo ich sie dann gefahrlos... erledigen kann. Ach, gefahrlos ist natürlich jetzt gut gesagt, ne? Wenn die Kleinen dabei sind. Also das wird schon fies. Dann werde ich jetzt hier einfach mal so ein bisschen aufschlagen. Ja, Zweierhöhe brauche ich eigentlich nur unterhalb des Bodens. Mehr sollte es nicht sein. Na gut, den kann ich auch wieder reinziehen. Erstmal gucke ich mal, wie der hier so verläuft, der Dungeon. Ne? Cool. Ja, Leute, aber das denke ich mal, das reicht jetzt erstmal wieder. ihr habt gesehen, ich habe ein bisschen was oben gemacht. Bin jetzt aber hier natürlich völlig begeistert von meinem Dungeon. Muss den erstmal hier aus dem Stein schlagen, damit ich mir mal da was einfallen lassen kann.
Und die Ressourcen will ich auch noch holen unten, damit die auch wirklich mal in Sicherheit sind. So, dann hoffe ich mal, erstmal vielen Dank, dass ihr mir jetzt hier so geduldig zur Seite gestanden habt bei der etwas langwierigen Suche nach dem Dungeon. Aber wir haben ja Zeit, ne? Ist ja alles nicht so schlimm. So, jetzt komme ich auch mal so ein bisschen an Koppelsteine. Hier ist eine Ecke, nee, hier ist noch keine Ecke. Da ist nämlich eine Ecke. Hier. Licht. Also, dann hoffe ich mal, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wenn es wieder heißt, Vorbuddler, das bin ich. Spielt Minecraft. Im kleinen gallischen Dorf. Mit kleinem Zombie-Dungeon. Ja, der uns hoffentlich wirklich viele, viele Erzeugnisse bescheren wird. Da bin ich schon ganz scharf drauf. Ja, damit ich halt noch so ein schönes Kettenhäubchen habe und noch vielleicht einen passenden Pullover oder so, ne? Okay, jetzt mache ich aber wirklich Feierabend. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Was für ein Lärm. Thank you.